Und es geht weiter mit ein wenig Spellstone. Heute werde ich in der neuen Kampagne noch meine Energie verbraten, habe einige Tränke. Je nachdem mal schauen, was so kommt, denn am heutigen Tag, wo ich das Video hochlade, gibt es das Placement für den Gildenkrieg. Und am nächsten Tag dann, so am Wochenende, findet der Gildenkrieg dann statt. Und ja, da will ich noch alles rausholen, was man rausholen kann. Ich habe nämlich gerade so viel Arkanstaub. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt und das will ich auf jeden Fall, ja, ändern, dass ich den ein bisschen verbrate. Zwar nicht in der Pfanne, wo der Hund drin ist, sondern da muss ich erstmal hier, mache ich mal den Kampf. Gestern Nacht habe ich leider nur eine 3-stündige Kiste bekommen für eben, ja, die ganze Nacht. Und nach 3 Stunden den Wecker anmachen ist auch nicht gerade das Beste. So. Und ich hoffe, dass ich für heute... Ja, das sollte passen. Ich hoffe, dass ich für heute eine 6-stündige Kiste bekomme, weil dann habe ich 600 Arena-Punkte für morgen dann. Und es sollte sich ausgehen bis morgen. Dann kann ich nämlich noch einmal hier eine Belohnung holen. Diese 4 Karten. Und eventuell habe ich dann schon eine vierfach fusionierte. Und dann könnte ich definitiv mal zuschlagen und ein bisschen was ausgeben. Also, mal schauen. Den könnte ich mir ansonsten holen. Aber für den reicht die Energie nicht ganz. Da müsste ich alle Tränke aufwenden. Nur um diese Karte zu erhalten. Was ich interessant finde, weil ich es jetzt gerade wieder sehe. Das ist übrigens ein Live-Kampf, kein Prämien. 1 Lebenspunkt. Das war die Rune, die ich da reingesetzt habe. Runen können Leben retten. Durch diese eine Rune hat der jetzt nicht nur eine Runde, sondern nun schon die 2. Runde überlebt. Das ist krass. Runen sind so übertrieben. Also, die machen noch diesen wichtigen, kleinen, aber feinen Unterschied aus. So, was ich sagen wollte. Ganz viele Leute haben diese Karte, weil sie so stark ist irgendwie, nicht vierfach fusioniert, sondern lieber 2x doppelt oder 3x doppelt. So ist mir jetzt schon häufiger aufgefallen. Boah, der ist aber auch nicht von schlechten Eltern der Gegner gerade hier. Obwohl ich so einen schönen Start hingelegt... Okay. So einen schönen Start hingelegt habe. Hier hat er eine Legionsrune drin. Für heftige Effekte wie Legion benötigt man sogar epische Runen. Und dann erhöht sich der Effekt nur um 1 Punkt. Ist auch. Ja, muss man bedenken, wie man die dann verwendet. Diese Runen. Okay, komm, gib mir eine goldene ansonsten. 2 gehen sich für mich heute noch aus. Ich nehme das Video am Vortag auf. Und ist die... Ah, schön. Sehr schön. Ist immer so, dass die Folgen pünktlich kommen können. Aber auf den Gildenkrieg, da bin ich schon gespannt. Denn, ja, mal schauen. Bisschen würde ich mich gerne noch verbessern bis dahin. Da hat er jetzt aufgegeben. Und genau, 3 Stündchen noch für die nächste Kiste. Und hier bei 600 kann ich mir dann eben wieder was kaufen im Laden und das sollte dann passen. Jetzt muss ich mal verdampfen, bevor ich ein bisschen was öffne. Und zwar nicht nur das, denn ich will noch mehr Inventarplatz haben. Und zwar sind mir da ein paar Dinge entgangen, zum Beispiel so ein Schattenattentäter. Der hat auch nur Chaos, sonst nichts. Und erstens habe ich den nicht vierfach. Zweitens weiß nicht, ob ich den ins Deck nehmen würde. Oder hier, der hat auch nur eine Fraktion. Weg mit dir, ich benötige mehr Inventarplatz und immerhin bekomme ich dafür auch Arkanstaub. Hat der Bulle hat auch nichts. Oh Mann, warum habe ich diese miesen Karten? Der jedoch schon, also der wäre bestimmt ganz fein, die anderen da teilweise. Man muss echt, doch man muss alles aufheben, so, aber das kann man ja mit dem Resummon jetzt machen. Früher wurde ich ja nur kritisiert, also mir wurde als Tipp gesagt, ich soll mehr, nicht alle epischen verdampfen, die ich jetzt nicht benötige. Aber mittlerweile hat sich da ein bisschen was getan auf dieser Front. So, das heißt, ich öffne jetzt ein bisschen was. Ich würde gerne Infinity doppelt haben. Das wäre direkt so eine witzige Karte für mich mit Engeleffekt und so. Ja, der eine oder andere meinte, ich soll den vielleicht nehmen. Aber ohne Fusion, ich weiß nicht. Na egal, auf jeden Fall. Moment, wie viel Gold habe ich? Ja, da geht schon ein bisschen was. Also hier die Engels-Arena-Kiste noch 8 Tage lang kann man hier zuschlagen. Wenn ich die Karte bekomme, habe ich die schon vierfach. Apokalypse-Reiter wäre dann 3-fach. Die hier auch, glaube ich, 3-fach. Also
Mal schauen, was ich dann da rausziehe. Am besten wäre es ja natürlich jetzt hier einmal epischer Greifenritter. Oder, was könnte ich noch? Noble Champion natürlich, beziehungsweise eine legendäre. Das sind so meine Optionen für heute. Immerhin kann ich jetzt viermal öffnen, glaube ich, bevor der Rabe meckert. Und genau. Aber ich muss mir echt schon langsam Sorgen machen, Arkanstaubmäßig. Ich meine, ich bin bei der Halbzeit. Ich habe fast... Ach, mein zweiter. Ich brauche eine Tauschbörse oder so. Tausche Lichterbogenschütze gegen Noble Champion oder so. Ein Auktionshaussystem oder so wäre aber echt mal eine Sache. Dann könnte man dieses Spiel nicht als Sammelkartenspiel, sondern sogar als Trading Card Game bezeichnen, wo man mit Karten auch handeln kann, diese tauschen kann. Wäre aber wohl, ja, sowas ist immer eine heikle Angelegenheit. Stellt man sich mal vor, sagen wir mal, jemand bei uns in der Gilde hört auf oder so, dann kann man sich einfach die besten Karten rübertauschen. Oder jetzt, wenn man mal etwas fieser denkt, kann jemand Zweit- und Dritt- und Viert-Accounts erstellen und dann diese ganzen Zonen abfarmen für garantierte legendäre Karten. Das wäre natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Also man erstellt Zweit- und Dritt-Accounts, holt sich die garantierten Belohnungen ab, die täglichen Boni etc. und handelt das dann rüber. Stimmt schon, nein, wenn ich das jetzt so bedenke, das wäre unmöglich hier in Spellstone. Da müssten sie sehr viele Dinge machen, wie zum Beispiel... Ich könnte mir keine Lösung vorstellen. Was ich eben gerade als Einfall hatte, ist, dass man die Legendären, die man durch Aufträge erhält, nicht handeln kann und so. Aber das macht sie auch nicht besser. Man kann dann... Oh! Den habe ich vierfach. Also, noch nicht gemacht, aber... Yo, Faxen alle zwei. Dreierverzögerung. Wenn man da eine feine Vergiftenrune reinpackt... Und dann ist ein Drachen-BGE mal wieder. Drache war ja das allererste, oder Drache habe ich kurz verpasst, als ich mich registriert habe, vor 3 Monaten. So lange ist das schon her. Als ich vor 3 Monaten begonnen habe, war das Drachen-BGE oder so. Und danach Frosch. Und dann Seafolk und dann Avian und dann Engel. Das war die Reihenfolge bisher. Alles, was ich miterlebt habe, beziehungsweise Drache, habe ich nicht wirklich miterlebt, das habe ich am Anfang gar nicht so verstanden, was das alles ist. Ich habe nur gesehen, aha, okay, die Frösche, die sind ziemlich stark, das ist ziemlich gut. Ich mag die Frösche, seither habe ich die direkt ins Herz geschlossen. Jetzt noch eine epische zum Abschluss, das wäre der epische Abschluss. Nein. Na gut, mein Arkanstaub wird immer und immer... Und immer mehr. Und ich weiß nichts damit anzufangen. Es ist doch verrückt, oder? Diese Karte kann ich mir holen, aber da muss ich jetzt alle Tränke nur für die eine ausgeben. Ich meine, bis morgen könnte ich es noch machen, aber das ist jetzt auch nicht spannend zum Zusehen. So, von daher... Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht. Ist die krass oder ist die nicht so krass? Ich sehe sie zwar häufig, aber ohne Rune und so, Blitz 2 ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich vergleiche immer nur so im Kopf mit Adora Bubble. Und die ist ja auch, Moment, wo haben wir die denn? Deckanzeigen, hier, Blitz 4 sogar, Schwächen 4 und Nullify 2 für eine Einzelverzögerung. Aber dann ist noch der Engelseffekt da. Nein, eigentlich wäre die schon gut. Mal schauen. Also hier in dieser Zone kann ich mir die holen, aber das ist langweilig, denn da gewinnt man... Logischerweise langweilig zum Zusehen. Das mache ich vielleicht bis zum Wochenende, bis zum Gildenkrieg geht sich das aus. Ich nebenbei, wenn immer wenig Energie überbleibt, wo sich kein 10er-Kampf mehr ausgeht, kämpfe ich da ja. Bei 3 Sternen bin ich jetzt eigentlich schon. Hier habe ich 4, aber das wäre, glaube ich, Verschwendung. Und mal schauen, ob es da eventuell spannend werden kann mittlerweile. Was haben die denn so? Oh, Berserk 4, Blitz 4. Ich weiß aber nicht, ob ich da verlieren kann. Ah, das sind leider noch grüne. Von daher ist das wohl auch nicht sehr spannend, kämpfemäßig. Das heißt, wir müssen auf den Gildenkrieg warten. Oder ich
Ah, das ist, es gibt gerade kein Mittelding hier. Entweder zu einfach oder Energieverschwendung, weil ich dort wahrscheinlich nur alle 5 Kämpfe mal gewinne oder so in dieser anderen Zone, wo es Infinity gäbe. Bin, weiß gerade nicht. Wir können uns ja nur mal einen Kampf ansehen. Nur zum Zeigen. Das habe ich, glaube ich, noch... Habe ich das in der letzten Folge? Nö, ich glaube, da habe ich das nicht mehr gemacht. So, einmal reinschauen, um dabei gewesen zu sein. Ich hoffe, mit dem kann ich starten. Ja, nein, das sind zu krasse Karten. Vor allem, diese Engel haben immer einen Doppelschlag am Start. Woher nehmt ihr das? Woher nehmt ihr euren Doppelschlag? Mann. Naja, ich habe noch... Oh, wow, 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 wow. Schade, wenn die jetzt schon drankommen würde. Nächste Runde bin ich dann wahrscheinlich kaputt. Und vor allem, es gibt eine Karte mit Doppelschlag und Frostatem. Ich glaube, Narik sogar. Oder nö, keine Ahnung. Bitte, wenn die Karte jetzt mich nicht kaputt macht. Ach so, die kann ja eine außer Gefecht setzen. Na. Genau, Ronin war es. Naja, wäre egal gewesen. So, aber jetzt gibt es einen feinen Doppelschlag und so. Mal schauen. 14 Schaden, 12 Schaden. Also 14 mit Doppelschlag ist schon mal eine Hausnummer. Das heißt, die Karte ist kaputt, ja. Nur jetzt wird's abgehen. Der doppelt und so weiter. Bams. Und bams. Wow. Da habe ich noch einen. Da habe ich noch einen Lebenspunkt. Ja, ist denn das zu fassen? Das heißt, ich kann noch einmal angreifen. Sehr schön. Die Karte ist kaputt. Jetzt kommt ein Doppelschlag. Ronin verhext dreimal von 4 Malen die falsche Karte. Ja, aber egal. Hey, vielleicht... Also, wie gesagt, die kann man eventuell machen, aber es gehört in meinem Fall jetzt ein wenig Glück dazu. So, dass der Gegner die falschen Karten zieht und dass ich die richtigen Karten ziehe, aber im Prinzip ist es eher... Noch eine Verschwendung, wenn ich da jetzt viel Energie reinstecke, weil die hat diese Karte, Blitz alle drei, das ist, wenn dann sowas kommt, kannst du knicken. Blitz alle drei, dann Frostatem und so, was zur Hölle, was soll das, so. Und von daher, genau, aber im Allgemeinen, ich glaube doppelt könnte ich die Infinity-Karte bekommen. Vierfach steht in den Sternen, doppelt wäre drin. Genau, irgendwann kommt dann eben der Punkt, wo es brutal zur Sache geht. Diese Karte, die hat alles kaputt gemacht mit ihrem Blitz alle drei. Ist verlockend nochmal anzugreifen, aber nein, das ist einfach nur die Verschwendung. Aber immerhin spannend, das macht Spaß. Hier, genau, egal. Dann ist das jetzt die Niederlage der Niederlagen. Verständlicherweise, leider und so, genau. Dann doch lieber hier kämpfen, noch ein bisschen Währung sammeln und... Damit dann Upgrades kaufen. Die habe ich gemeint. Jetzt kann ich sie endlich wieder zeigen. Wie witzig ist das denn, oder? Also eine Karte mit 0 Verzögerung. 5 Angriff, 5 Gesundheit, Unsichtbarkeit 5 und 15 Vergiften. Aber ich glaube, da gab es noch eine andere irgendwie. Aber das ist doch mal witzig, oder? Das heißt, nächste Runde nehme ich 15 Schaden. 15. Jo, das ist eine witzige Karte. Bams. 15 Schaden von dem Gift. Das heißt, die Gegner werden schon stärker. Wenn ich da bei 7 Sternen bin oder bei 6 zu 7 Sternen eben, dann glaube ich, kommen da schon starke Gegner. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber jetzt, ich glaube, bei 4 habe ich noch keine Probleme. Und das ist auch gut so. Jawohl. Boah, wie lange ich jetzt schon Level 30 bin. 4, 5. Dann zeige ich mal noch kurz, was hier so abgeht bei den Prämien bei mir. Mittlerweile mache ich die mit der App immer, also nicht mehr automatisch, denn ja, es ist mir... Ich habe einmal verloren und gesehen, dass man mittlerweile, also ich gewinne 70, wenn ich gewinne. Und ich verliere 210, wenn ich verliere. Das heißt, das Dreifache. Und das ist mir zu heikel, auch wenn ich nur vielleicht alle 20 Kämpfe mal einen verliere mit automatisch. Ist es mir nicht wert. Das ist einfach zu heftig. Die dreifache Menge hier verliert man. 70 gewinne ich und 210 verliere ich. Das habe ich einmal gemacht und nie wieder. Das ist zu bitter.
Bitter, bitter, bitter. Richtig schön, den mit 19 Lebenspunkten zu sehen. Hier. Dank der Rune. Und jetzt Engelpower. Ja, das ist nichts. Hier. Die Gegner können nichts im Prinzip. Doch wenn das Autoplay irgendwie meint hier Froschheiler und Zilla und nur die verteidigenden Karten, die sind zwar fein so, aber die muss man natürlich auch auf die anderen Karten abstimmen. Manchmal sieht man den Helden nicht. Warum? Was ist da los? Vielleicht liegt es an Ursurius oder keine Ahnung. Manche Helden, die sieht man einfach nicht. Oh, der hat sogar diesen Bullen. Mhm. Mit einer epischen Rune drin. Böse. Ja, eventuell böse. Die Karte direkt als erste. Adora Bubble kommt den jetzt noch gar nicht down. Doch, mit dem Engel macht sie das sauber. Ja, das sind eben die Prämienkämpfe. Wenn die einen Turm hätten mit Blitz oder so oder einen Baum des Lebens, dann würde das Leben schon ganz anders aussehen. Aber so kämpft man sich da eben durch. Das geht noch 360. Und danach gibt es eben diesen Reiter. Genau, den habe ich dann vierfach, aber leider erst in ja, 2 Wochen. Das ist schade. Das ist schade. Vielleicht bekomme ich den sogar vorher noch durch die hier, Arena-Kämpfe. Ich würde jetzt gerne kämpfen, aber ich habe nichts davon. Wenn ich jetzt kämpfe, dann bekomme ich ja, dann bekomme ich diese Sterne hier, aber ansonsten nichts. Na gut, dann würde ich mal wohl oder übel sagen, ist diese Folge am Ende. Ich hoffe, ich schaffe es bis zum Wochenende, mir den zu holen, dass ich immerhin ein bisschen Arkanstaub noch wegbringe. Ja, für die Folge war es das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht aber auch nicht so weiter.